Sabine Mauderer, Sie sind im Vorstand der Bundesbank zuständig für das Thema Green Finance. Welche Rolle spielt der Klimawandel für Zentralbanken? Nun, bei Klimawandel denkt man natürlich zunächst einmal an die Umwelt. Und das ist auch richtig so. Aber der Klimawandel gefährdet auch unseren Wohlstand und unsere Sicherheit. Der Klimawandel birgt finanzielle Risiken. Also Klimarisiken sind finanzielle Risiken. Und zwar in einem Ausmaß, dass sie unter Umständen, wenn wir nicht entgegenwirken, die Stabilität unseres gesamten Finanzsystems gefährden. Und da kommen wir Zentralbanken ins Spiel. Unsere Aufgabe ist es, solche Stabilitätsrisiken zu erkennen, zu analysieren und entgegenzuwirken. Und das tun wir auch. Welchen Beitrag können Zentralbanken für ein grüneres Finanzsystem leisten? Nun, zunächst einmal können wir Katalysator sein für ein nachhaltigeres Finanzsystem. Wir fordern die Markttransparenz und den öffentlichen Diskurs. Wir Zentralbanken kommen von der Risikoseite. Das heißt, für uns ist sehr wichtig, dass die Klimarisiken, die ja finanzielle Risiken sind, richtig erfasst werden, richtig adressiert werden und gemanagt werden. Das tun zu können, bedarf es aber einer validen Datenbasis und einheitlichen Kriterien, um eben wirtschaftliche Aktivitäten in Summe auch bewerten zu können. Und dafür setzen wir uns ein. Was konkret tut die Bundesbank im Bereich Green Finance? Nun, wir tun sehr viel. Bereits Ende 2017 haben wir uns zusammengeschlossen mit anderen Zentralbanken weltweit und das sogenannte Network for Greening the Financial System gegründet. Hier ist es unser Ziel, global mit anderen Zentralbanken zu überlegen, wie wir innerhalb unseres Mandates dem Klimawandel begegnen können. Darüber hinaus ist die Bundesbank Fiskalagent für Bund und Bundesländer. Und seit mehr als 10 Jahren stehen wir hier Bund und Bundesländern zur Verfügung und unterstützen sie in der nachhaltigen Geldanlage. Wir haben in der Bundesbank natürlich auch ein eigenes Portfolio. Hier sind wir ja bereits sehr gut aufgestellt, aber es hält uns nicht davon ab, doch noch mal zu schauen, ob auch wir Potenzial, Verbesserungspotenzial in Sachen Nachhaltigkeit haben. In Summe lässt sich aber sagen, wir Zentralbanken machen und können und dürfen keine Umweltpolitik machen. Wir tun das, was innerhalb unseres Mandats ist, und das tun wir nachhaltig. Frau Mauderer, vielen Dank für das Gespräch. Gerne.